Oh hey! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Nuzlocke. Mit mir und mir. Und wir, ich hab schon wieder komplett den Anschluss zur letzten Folge verloren. Wir müssen offensichtlich unsere Pokémon heilen. Ich weiß auch gar nicht. Das Problem ist, ich habe zwischendurch das andere Pokémon Nuzlocke Let's Play von Rocket Beans geguckt und jetzt bin ich komplett raus. Wo wir sind, was für Gebäude hier überall, was machen wir hier eigentlich? Ich glaube, wir haben einen Orden gewonnen. Haben wir einen Orden gewonnen? Ja, wir haben einen Orden gewonnen. Und die Idee war, glaube ich, dass wir uns Zertrümmerer von irgendwem holen. Das ist ja auch eine gute Attacke im Endeffekt. Es muss da sein, wo das Mogelbaum auch ist. Oh, jetzt muss ich auch nochmal gucken. Ich glaube, wir haben da, wo die Inkognito sind, auch noch keine Pokémon gefangen. Das heißt, nee, haben wir nicht. Das heißt, da könnte man auch nochmal hin. 32 war die letzte Route. Steht hier. Geheilt haben wir. Den Orden haben wir ja, glaube ich, geholt. Mal kurz gucken. Hier steht es nicht. Hier steht es nochmal. Ach, bei Dobby. So, einen Orden haben wir, genau. Das haben wir jetzt als letztes gemacht. So, dann könnte man ja überlegen, ob man das Zertrümmerer holt. Hier sind die Inkognitos. Okay. Ich bin ein bisschen verwirrt. Wo sind denn dann der Mogelbaum? Ich glaube, Mogelbaum ist dann oben, nicht? Ich geh mal kurz gucken. Was sagt der hier? Also wir haben ja gesagt, die Pokémon, die rumstehen, fangen wir nicht. Also den Pokémon, den Mogelbaum würden wir sozusagen töten. Richtige VM für dich, VM 06, geil. Das sollte zu Trümmerer sein. Jawohl, okay. Gut, gucken wir mal, ob wir das irgendwem beibringen können. Zertrümmerer einsetzen. Martin kann, das ist ja perfekt. Martin hat nämlich keine guten Attacken. Giftstachel, Sandwirbel, er hat immer weg hier. So. Okay. So, und jetzt. Bei Bäumen macht man Kopfnuss, aber wo macht man nochmal Zertrümmerer? Ich glaube, bei so Steinen einfach, die so rumstehen. Es gab auf jeden Fall hier diesen Trick, von dem in der letzten Folge die Rede war. Hier ist doch aber ein Item versteckt, komm. Na bitte. Carbon. Sehr nice. Was? Was ist Carbon nochmal für ein Item? Ein. Oh, gehaltvolles Getränk, das den Initiativewert eines Pokémons dauerhaft erhebt. Das ist ja. Anhebt. Das ist ja irre. Gut. Das ist, glaube ich, auch richtig teuer. So, und jetzt die Frage, wo man hier nochmal Zertrümmerer einsetzen konnte. Bin mir da gar nicht mehr so sicher. Hier ist, wo man angeln kann, eine Stelle. Ja. Also die werden wir nicht zertrümmern, die Dinger hier.
sagst du? Menschen aufhalten darfst du deine Pokémon nicht mitnehmen, bla bla bla, okay, ja, verstehe. Immer mit allen reden. Pflanzen sind auch Lebewesen, deswegen ist es ganz natürlich, dass sie auch Auslauf brauchen. Sehr gut. Sehr gut. Das stimmt. Jetzt würde ich sagen, fangen wir uns hier in Pokémon. Wie sieht's denn aus? Wie viele Pokébälle? 21. Okay, ich habe maximal viele Pokébälle. Hier sind doch auch Zertrümmerer-Steine, aber ich kann... Ich kann die nicht zertrümmern. Ach doch, kann ich doch. Okay. Oh, krass. Da können auch Pokémon rauskommen, das war mir nicht mehr so bewusst. Skunkapu, Level 12. Oh, ist relativ hochlevelig. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Was ist Skunk? Erstmal jetzt wieder hier die Professionalitätsmaske aufsetzen. Pokewiki Skunkapu. Was ist das für ein Pokémon? Ich denke mal normal Gift oder sowas. Gift und Licht, okay. Gift und Licht. Hab ich schon vergessen, was dagegen gut ist. Mach mal Schlafbruder als erstes. Damit wir hier keine Überraschungen auf einmal kommen. Damit wir keine Überraschungen kommen. Sehr gut, Jonathan. Ich kann Deutsch. Aber manchmal ist es einfach eine schwere Sprache. Das hat keine Wirkung. Ach, Psycho hat keine Wirkung auf Unlicht oder was? Das ist ja krass. Okay, das macht gar nichts. Aber vielleicht ist es okay. Es ist sehr... Vielleicht kommt auch nochmal ein Volltreffer. Dann ziehen wir mehr ab und jetzt schläft es ja. Und ich mache einfach immer Schlafbruder-Tackle. So lange, bis es einfach wenig HP hat. Ist aufgewacht. Okay, ist schlecht. Kratzbuch hier oben. Fuck. Zweimal getroffen. Das ist gut. Jetzt schnell wieder Schlafbruder. Giftwolke, okay, zum Glück geht die daneben. Kratzfurie ist eine starke Attacke. Ich möchte es gerne haben, dieses Skunkapu. So. Tackle. Noch einmal geht. Einmal geht. Komm schon, einmal tackle. Oh, zum Glück. So, und jetzt schönen Premierball. Unten B drücken wir natürlich. Bam! Erster Versuch. Erster Versuch, Leute. Einblick. Einblick. Der Gestank der Substanz, die es versprüht, dreht Menschen selbst auf 2 Kilometer Entfernung den Magen um. Wer ist denn so ein Stinktier von meinen Freunden? Jetzt kann ich niemanden mehr so nennen. Was entwickelt das sich eigentlich? Ja. Zu Skunk Tank. Geil. Ist eigentlich ein super Pokémon. Ist nur die Frage, wen benenne ich danach? Ah, Ich habe ja von Anfang an gesagt, die Liste meiner Freunde ist ein bisschen klein. Und ich will jetzt auch niemanden nach einem Stinktier benennen, das ist irgendwie gemein. Deswegen. Ach, wobei, eigentlich musste man das machen. Eigentlich muss man das machen. Jemand muss nach dem Stinktier benannt werden. Das hilft nichts. Vielleicht jemand, der das hier nicht guckt, dann umgeht man Diskussionen. Ich weiß es nicht. Ich weiß, jeder, den ich danach benenne, wird sauer auf mich sein. Oh. Das ist jetzt natürlich schwer. Ich nenne ihn jetzt
Ich nenne ihn jetzt einfach so, Leute. Ist mir egal. Ist jetzt halt kein richtiger Freund von mir, aber im Herzen ist es ein Freund, deswegen ist das okay. Ach, das geht natürlich nicht. Das passt nicht rein. Dann nenne ich ihn nur so. Nenne ich ihn einfach nur so. Das muss ja gehen. So, nice. Lovecraft. Der Gute. So, wie heißt jetzt die Route? Die Route heißt Alpha-Ruin oder Alf-Ruin. Das heißt, ich darf jetzt auch innerhalb dieser Ruinen, glaube ich, kein Pokémon mehr fangen. Denke ich mal. Aber ich habe das Gefühl, es gab, abgesehen von Zertrümmerer, also und nicht von, ich meine, abgesehen von diesen Steinen, konnte man das doch auch noch irgendwie, es sind das halt so Informationen, die sind irgendwie so 15 Jahre alt oder sowas. Aber man konnte doch irgendwie noch woanders das einsetzen, oder nicht? Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich wollte eben sagen, das ist eine meiner Lieblingsszenen in Pacific Rim. Vielleicht sogar meine Lieblingsszene, wie der Typ, also wie Hellboy, einfach so sagt, so Einblick, Einblick. Das ist richtig geil. So, wir gucken uns das Pokémon nochmal an. Wir genau wissen, was es so macht. Also das Gift und Nicht-Gift haben wir ja im Prinzip schon, aber Unlicht ist im Prinzip geil. Liebt es zu rennen, Wesen hart, das ist gut, nur die Harten überleben in dieser schrecklichen Welt. Kreideschrei ist eine gute Attacke. Was macht Energiefokus nochmal? Volltrefferquote steigt dadurch. Okay. Deswegen hat er auch einen Volltreffer gemacht. Verstehe. Und das ist eine Giftwolke. Ja, es sind okay Attacken. Also Kratzfurie finde ich sehr gut. Aber, der Rest. Also Kreideschrei, das sind halt von den statusverändernden Werten. Sind das, schon die guten. Aber trotzdem ist halt die Frage, ob man es deswegen einsetzt. Wahrscheinlich einmal Energiefokus am Anfang gegen starke Pokémon. Item hat es, glaube ich, nicht gehabt. Doch, was hat das denn für ein Item? Trägt Feuchttafel. Feuchttafel. Ja, Lesen ist auch nicht meine größte Stärke scheinbar. Was macht denn Feuchttafel? Furchttafel, Item zum Tragen. Diese Steintafel verstärkt Attacken vom Typ Unlicht. Das ist ja perfekt. Das ist ja absolut perfekt. Er hat zwar noch keine Unlichtattacke, aber die wird er ja hoffentlich noch bekommen. Süß. So. Ich würde sagen, jetzt zertrümmern nochmal die restlichen Steine da oben und gucken, was da drunter ist. Und dann können wir auch im Prinzip schon weitergehen. Hier ist auch ein Typ. Der gibt einem bestimmt auch was. Man muss ja eigentlich dieses Rätsel hier lösen. Ich habe immer nicht so Bock drauf, aber vielleicht mache ich es trotzdem. Man kann hier durch. Ich weiß auch gar nicht, was der Trümmerer für eine. Ich glaube, Kampf. Deswegen ist es eigentlich. Du hast ja ein Item zwischen den Trümmern entdeckt. Top-Eater. Top-Eater ist doch auch gut. Oder? Also, das kann man zumindest verkaufen im Zweifelsfall. Top-Eater. AP hinausgefüllt, wenn vollständig aus. Okay, ja, würde ich eher verkaufen. Nichts. Okay. Wenn ich jetzt hier suche nochmal, ist auch nichts. Okay.
ganz gut abholen. Allerdings Level 14. Jetzt würde ich sagen, müssen wir schon mal das Pokémon wechseln. Was war nochmal gut gegen... jetzt muss ich wieder diese Tabelle. Poké-Tabelle. Angriff. So. Gegengift ist gut. Boden. Psycho, aber Psycho hat irgendwie keine Wirkung gehabt eben. Und das war's. Und gegen Unlicht ist gut Kampf, Käfer und Fee. Dann versuchen wir mal Zertrümmerer, glaube ich, einzusetzen. Wichtiges Fenster aufmachen. So, das ist schlecht. Oh Mann, gegen Kratzfurie. Das wird ganz schön hart jetzt. Zertrümmerer. So. Was? Jetzt macht er gar nichts. Ist ja unglaublich. Habe ich die Tabelle richtig gelesen? Gegen Unlicht. Das ist doch Typ Unlicht. Das ist Kampf gut. Warum ist das denn nicht effektiv? Vielleicht weil es gegen Gift schlecht ist oder so? Ja, Kampf ist gegen Gift schlecht. Alter, das ist ja eine mega starke Typkombination. Da brauche ich ja eigentlich... Eigentlich kann ich nur Fee- und Käfer-Attacken dagegen einsetzen. Und Boden. Boden. Aber ich habe keine Boden-Attacke. Ist die Frage, nochmal wechseln? Ja, wahrscheinlich schon, oder? Und wer muss es dann... Barney kann eigentlich nichts. Ah, Ultraschall muss... Ultraschall muss regeln. Volltreffer. Zweimal. Zum Glück nur zweimal getroffen. So, ein Glück, dass ich Ultraschall habe. Ey. Ohne das wäre ich echt aufgeschmissen. Wow. Schlecht. Das ist schlecht. Jetzt werden die EP natürlich alle irgendwie viel zu doll aufgeteilt. Kriegt im Prinzip niemand genug. Sterben Pokémon hier nicht. Das wäre halt auch nochmal echt hart, wenn die durch Gift sterben würden und man die dann freilassen müsste. Ich hab mal, früher gab es dieses Gerücht, es gibt ja ganz viele Gerüchte früher, auch so als Erstklässler oder so, wenn man das halt spielt, oder Zweitklässler, du hast halt keine richtige Ahnung, Wahrheit von Gerücht zu unterscheiden. Und auf jeden Fall ist es so, dass es verschiedene Gerüchte gab. Es gab zum Beispiel das Gerücht, irgendwie das, also das mit dem Mew, das in der roten Edition, das stimmt ja, glaube ich, auch. Also man, allerdings wusste ich da nie den richtigen Ablauf. Es wurde immer nur gesagt, es kann sein, dass da Mew kommt oder so. Und dann gab es dieses Gerücht, wenn du das, dieses Fehler-Pokémon, diesen Bug fängst, dass deine rote Edition komplett nicht mehr benutzbar ist. Ah, man kann jetzt die immer wieder zerstören, oder was? Das ist ja eigentlich ganz geil. Das heißt, ich kann jetzt hier ohne Ende Items farmen und leveln. Das ist ja gar nicht so schlecht. Genau, aber was ich eigentlich sagen möchte, es gab dieses Gerücht, okay, Mana-Fee. Es gab dieses Gerücht, wenn ein Pokémon vergiftet ist und du es. Das ist ein Typ Wasser. Okay, nicht so schlimm, nicht so schlimm. Wenn ein Pokémon vergiftet ist und. Das ist Level 6, okay, das kann er auch alleine. Und es dann stirbt, während du läufst,
dann und du noch nicht beim, wie heißt das hier, Pokécenter bist, dann gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass dein Pokémon wirklich permanent stirbt. Und es war für uns damals halt mega schlimm. Und deswegen hat man immer richtig Schiss gehabt. Okay, es macht gar nichts. Zweimal. Ein bisschen underwhelming jetzt gerade. Kann ich noch was anderes? Eigentlich nicht. Wir müssen Kratzpurier weiter einsetzen. Na, super. Alter. Ein Volltreffer immerhin. So, super. Lovecraft. Hast du gut gemacht. Klasse. Wir farmen hier noch einmal ein bisschen Items so, damit wir echt. Wir haben auch genug Geld. Wir haben jetzt bisher noch nie Geldprobleme gehabt. Okay, das hat nichts gebracht. Und jetzt vielleicht nochmal ein Item. Nö, okay. Naja, ist nicht so schlimm. So, dann würde ich sagen, wir bringen mal den guten Lovecraft auf Level 12. In der. Aber da ist ein Kikli drin, nicht? Ah, oh, unangenehm. Na dann. Machen wir das vielleicht nicht. Und, es wäre geil, wenn man so ein als random Item diese Gießkanne für Mogelbaum findet. Und dann kann man einfach schon übelst so einen Shortcut machen. Warte, warum die Eile? Du bist doch wie ich bin angetroffen. Ich dachte, sucht der Trug eine Brille. Ah, okay. Alles klar. Hallo Julian. Dem einzigen Typen, dem ich aus Versehen meine Nummer gegeben habe. Georock. Mein Georock ist nicht irgendein hergelaufenes Georock. Georock ist was Besonderes. Das Georg schlechthin, verstehst du, was ich sagen will? Tüt. So ein bisschen, ja. Danke für die Message, Kumpel. So, ich denke, das Ei brüten wir nicht mal mehr aus, denke ich. Das, wo ist denn jetzt dieser Typ? Ich hab. Wo ist der denn jetzt nochmal? Mann mit Brille. Ich dachte, er wartet im Pokécenter. Ist es nicht so gewesen? Ah, nein, Mist. Ich will ihn. Nein. Also, hier ist er nicht. Ich hätte mir das durchlesen sollen, wo der wartet. Welche Art Trainer hat es mir angetan? Was auch immer, wofür auch immer das war. Der ist es halt auch wirklich nicht, ja? Das ist nicht der Professor Lind Guy. Huh. Wo ist er? Supermarkt. Ah, okay, Supermarkt. Alles klar. Danke, Marcel. Ach. Lange nicht gesehen, Dobby. Ja, oder was? Vorgestern quasi. Ja, doch, wir brüten das aus. Solange wir nicht den sechsten Platz. Wir haben ja den sechsten Platz sowieso. Also es ist im Prinzip egal. Aber wir dürfen dann sozusagen keine Attacke machen, das nicht einwechseln so. Und müssen es eigentlich sofort freilassen.
So. Alles klar. Bisschen Schnupfen heute irgendwie. Na nun, dieses Ei. Oh, ich verstehe. Mr. Pokémon hat es also Professor Link geschickt. So war das also. Das ist wirklich ein äußerst kostbares Ei. Vergiss das bitte nicht. Verstehen wir uns. Gut, gehabt euch wohl. Alles klar, Freunde. Dann gehabe ich mich mal wohl. Hey, warte, warum die Eile? Du hast einige gute Pokémon dabei. Sie sind bestimmt deshalb so gut, weil du sie in Viola City so hart trainiert hast. Die Pokémon Arena war sicher ganz, ganz besonderes Training für sie hier. Das für dich als kleines Andenken an Viola City, wenn du es einem Pokémon gibst, soll angeblich die Stärke als einer Attacken vom Typ Pflanze besser werden. Sehr gut. Nehmen wir uns mit. Okay. Das ist immer noch Route 32, oder? Oh ja. Ja, das muss, also ist bestimmt, und das ist ein Kiki. Nee, es ist zu stark. Ich hab einfach Angst davor. Es ist wirklich, Kiki ist einfach zu stark. So, das kann man, Scheinungs kann man ganz gut kaputt machen. Das ist was anderes. Erstmal ein Energiefokus. Und dann eine Kratzfolie. Nice. Das ist echt eine gute Kombination, muss ich sagen. Furba. Was auch immer das für ein Pokémon ist, es wird kaputt gemacht. Okay, das war nicht so gut. Auch nicht so gut. Ah, endlich. Now we're talking. Und es gibt eine Menge XP. Sehr gut. So, Trainerkampf. Oh, ich hätte vielleicht nicht Lovecraft als erstes Pokémon nehmen sollen. Ah, durchs Gesicht, du hättest dich also für stark. Alter! Was ist das? Was ist das für ein Pokémon? Ich habe Angst. Tengulist. Tengulist. Pflanze Unlicht. Pflanze Unlicht existiert seit der dritten Spielgeneration und entwickelt sich. Also es ist eine dritte Entwicklung. Okay, aber es ist kein legendäres. Das ist schon mal gut. Was ist gut gegen Pflanze Unlicht? Psycho und Feuer. Oder ist Unlicht. Wie war es nochmal? Unlicht gegen Psycho. Verteidigen das Pokémon Unlicht. Psycho ist schlecht. Okay. So gut. Kampf. Kampf, dann nehmen wir Kampf. Los, Martin. Oh, aber gegen Gift ist doch Unlicht gut, oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Nee, okay. Keine Ahnung. Aber ich bin so schlecht im Pokémon. Nice. Sehr gut, Martin. Gute Arbeit. Gute Arbeit, Herr Kollege. Als ich im ersten Semester Medizin war, haben wir angefangen mit Präparierkurs. Und es gab einen Professor, der uns immer mit Herr Kollege angesprochen hat. Und ich glaube tatsächlich, dass es mittlerweile, glaube ich, dass es ein bisschen ironisch auch war. Also es war ja, vielleicht auch ein bisschen... Oh. Der Fuxi 1. Danke für den Follow. Also auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Oh, du hast mal was geschrieben. Hi, spielst du gerade auf dem Nintendo-Handy oder PC? Also,
dieses Spiel spiele ich auf dem PC, aber der Beweis, ich habe das Originalspiel. Du musst es ja verändern. Also es ist ja Pokémon Nuzlocke mit Randomizer, das heißt, es sind überall random Pokémon in Trainerkämpfen etc. Und ich glaube nicht, dass man das auf dem Nintendo machen kann. Auf dem PC geht es, aber bitte nur mit dem Originalspiel. Wenn du es hast. So, jetzt bin ich komplett raus aus meiner Geschichte. Also meine Geschichte ist, der hat uns immer ein bisschen ironisch mit Herr Kollege angesprochen. Aber auch immer mit so einem Gesicht so. Herr Kollege, wissen Sie überhaupt, was Sie da in der Hand halten? Natürlich nicht, Sie sind nämlich im ersten Semester, Sie haben gar keine Ahnung. Sie dürfen gar nicht hier sein. So hat er uns immer angesprochen. Und daraufhin haben 12 Freunde von mir, Micha und Tim witzigerweise, der ja auch hier mit Mitglied des Teams ist, haben angefangen, sich jedes Mal bei jedem Scheiß mit Herr Kollege anzusprechen. So, immer wenn sie sich einen Kaffee geholt haben oder so, möchtest du auch noch etwas Kaffee, Herr Kollege und so, oder möchten Sie auch noch etwas Kaffee? Die ganze Zeit. Ich fand es sehr lustig. Es ist immer noch ein kleiner Insider. Seit dem ersten Semester. Ist eigentlich nicht schlecht. Gut, der Fuchsi schreibt, ich hab's auch. Man muss es nicht kaufen, um es auf dem PC zu spielen. Ich hab's für Nintendo. Ja, du musst es nicht kaufen, um es für PC zu spielen. Aber wenn du es streamen möchtest und sozusagen den Anspruch hast, es legal zu spielen, dann wäre es schon gut, es zu kaufen vorher. So, Martin hat ein Level bekommen. Wunderbar. Tengulist. Das Gefühl, das hatten wir eben. Ich habe schon wieder komplett vergessen, was es ist. Nee, das ist dasselbe. Ist schon wieder dasselbe Pokémon. Zweimal hintereinander. Das ist schon ungewöhnlich. Weiß nicht, was da mit dem Randomizer los ist. Naja, mir ist egal. Ränkeschmied. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Spezialangriff. Okay. Giftstarre zum Abschied. So. Nice. ...309 Erfahrungspunkte, das ist ganz schön viel. Du bist stark. Da ist... Die Grundsätze der Kommunikation sind vorhanden bei diesem Jungen. So, was ist das für ein Pokémon? Porygon Z. Ich glaube, das ist ein Stahl-Pokémon, da habe ich jetzt natürlich nicht so viel gegen. Aber wir können ja einfach mal... Oh, wir haben nicht mehr so viel AP in Kratzfuri, das ist schlecht. Wir können einfach mal eine Giftwolke machen und dann... Okay, es geht nicht. Wir machen trotzdem Giftwolke. Es geht immer noch daneben, okay. Nochmal. Jetzt hat es geklappt. Typ Boden. Boden. Der Gute. Ja, müsste doch Kratzfurie trotzdem gut sein. Nennt sich Typ Unlicht. Ah, schlecht. So, das hat gut geklappt. Das hat sehr gut geklappt. Ja, danke fürs Einschalten, der Fuchsi. Was spielst du denn momentan für ein Pokémon oder generell für Spiele? Feuertafel. Was macht die Feuertafel? Ich schätze mal, Attacken des Typs Feuer. Besser, ja. Das ist sehr richtig. Hier ist noch die gute Annette. Müssen wir unbedingt anquatschen, um ihre Nummer zu bekommen. Ich hätte auch wieder das Startpunkt ändern müssen. Oh, ich bin so. Naja. Hat nur ein Pokémon, aber die heißt jetzt Antoinette. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ich fange heute mit Pokémon Gold wieder an, bevor davor Rocket League und später noch Brawl Stars. Ja, geil.
viel Spaß. Das ist furchtbar. Das ist so dolle furchtbar gerade. Was mache ich? Die sind alle One-Shots gegen Drachenwut. Ich muss einfach Ultraschall machen. Ich muss... Nein, ich hätte Schlafpuder machen sollen. Egal, jetzt haben wir uns entschieden. Fuchtler, okay, es ist nicht Drachenwut. Es ist trotzdem schlimm, aber es ist nicht Drachenwut. Elektro oder Stein? Ja. Ja, Elektro ist auch gut, aber jetzt haben wir Dingens eingesetzt. Oh, wie schlimm. Oh, das war richtig gefährlich gerade. Marcel sagt Elektro oder Stein. Hannes Fuchtler geht 2 bis 3 Runden. Nice, ja. Oh, ey, meine Fresse. Das war richtig gefährlich. So, jetzt habe ich verloren, bevor ich richtig loslegen konnte. Ja. Alter, das war so... Ich habe immer so ein Bad Luck mit den random Pokémon, Alter. Immer. Aber jetzt habe ich ja Luck gehabt, dass er nicht Drachenwut eingesetzt hat. So, natürlich kriegt Antoinette unsere Nummer. Das ist nämlich ein wichtiger NPC in dem Pokémon. Silber. So, wir machen folgendes. Ich denke, wir heilen jetzt mit einem Trank. Wir haben ja 10 Stück. Heilen wir jetzt erstmal Hannes hoch. So. Okay, Alter, das war richtig gefährlich. Das war so dolle gefährlich. Hier kann man runtergehen, aber da sind eine Menge Fischer-Trainer. Das war, glaube ich, keine neue Route. Das ist immer noch Route 32. Deswegen kann ich hier ohne Probleme die Leute töten. Okay, wir haben nicht mehr viel AP. Wir müssen jetzt langsam Lovecraft mal auswechseln als Start-Pokémon. Auf der anderen Seite möchte ich ihn ja auch trainieren, nicht? Also... Vielleicht lasse ich ihn einfach als Start-Pokémon und wechsle ihn immer wieder aus. So, den können wir noch machen, den Kampf. Alter, das Gyarados hat mich schon wieder... Das Pokémon Nuzlocke, das schockiert einen einfach immer wieder. Okay. Es ist nur Level 9. Okay, nicht den Kopf verlieren, nicht den Kopf verlieren. Erstmal Typ googeln. Ist bestimmt Stahl, Elektro, wo ich nichts gegen habe. Aber was soll's. Dracheflug. Komplett anders. Was ist gut gegen Flug? Feuer. Was ist gut gegen Drache? Fee und Eis. Alles, hab nichts davon. Mal gucken nochmal. Drache. Verteidigendes Pokémon, Drache. Ist gut, Eis, Drache und Fee. Okay, hab ich nix. Flug? Flug Stein gut, aber ich habe kein Gestein. Elektro ist gut gegen Flug. Hannes. Gut, dass ich ihn geheilt habe. Schnell Hannes einsetzen. Ja, ist mir bewusst, dass es legendär ist, Marcel. Danke für den Hinweis, danke. Initiative sinkt stark, schlecht. Mache ich jetzt Ultraschall oder Funkensprung? Ich mache gleich Funkensprung. Okay, es war vielleicht nicht die richtige Entscheidung. Aber ist egal, jetzt sind wir einmal auf dem Funkensprung-Trip, oder? Ich meine, Ultraschall wird es jetzt auch nicht, der hat einfach viele HP, also ist einfach so. Eieiei, ein Volltreffer. So. Nochmal. Okay, das ist machbar, es ist machbar, es sieht aus, als würde ich den Kampf gewinnen. Nice, Alter, Hannes ist so ein MVP in dem Let's Play. Es ist unglaublich, ey. Unglaublich. So,
Lovecraft ist hochgelevelt, versucht Rauchwolke zu lernen. Ich finde, Rauchwolke ist keine so schlechte Attacke. Alter, ich bin immer noch komplett fertig von dem Kampf. Vor allem, ich habe, das ist immer, wenn man das sagt, ich habe noch gesagt, Pokémon hat es doch geschafft, immer wieder einen zu überraschen und so halt zu fertig zu machen oder wie auch immer. Und dann kommt echt nach dem Garados eine Reihe Quasar. Das ist doch komplett bekloppt, das ist doch. Das war enttäuschend, ja. Oder war es extrem lucky? So, noch ein Trank für den guten Elektroball. Meine Fresse. Uiuiuiuiui. Knarxel. Was ist das für ein Pokémon? Knarxel. Ja, ich weiß nicht, kennst du die Regeln von Pokémon Nuzlocke, der Fuchsi? Das ist nämlich so Drachen-Pokémon. Eieieiei, ich glaube, ich liebe einfach sofort. Ich habe einfach keinen Bock auf Drachenblut. Die Regeln sind, dass sich halt ein Pokémon, sobald es besiegt wurde, muss es im Prinzip freigelassen werden. Weswegen die Kämpfe halt extrem anstrengend sind. Sinalbeere. Füllt sich die KP, seine KP um 10 Punkte auf. Ist okay. Das kann man eigentlich jemandem doch einfach mal geben. Zum Beispiel dem guten Barney. Oh, hier ist auch noch ein Item. TM61 Irrlicht. Krass. Was ist das für ein Item? TM61 Irrlicht. Feuert eine fiese, blau-weiße Flamme auf den Gegner ab, um eine Verbrennung zu verursachen. Ist eigentlich gut, oder? Gucken, ob man das jemandem geben kann. Nein. Okay. So, hier ist noch ein Trainer. Den Trainerkampf machen wir auf jeden Fall noch. Okay, jetzt ein Skorgler. Damit kennen wir uns aus. Es ist doch Bodenflug oder sowas, nicht von Typ. Das heißt, wir können mal Barney trainieren. Jetzt setzen wir Funkensprung ein. Hat keine Wirkung. Ah, es ist Typ Boden. Oh, ich bin so dumm. Oh, warum bin ich so dumm? Oh, ich bin richtig dumm. Na klar, erster Giftschall sofort vergiftet. Na klar. Was auch sonst. Brauchen wir gar nicht versuchen, den Kampf. Lieber Barney auswechseln gegen irgendwen anderen. Zum Beispiel Smeppo. Oder Smeppo wird es schon. Tim wird das hier reißen. Definitiv. Nice, fast geschafft. Oh, meine Fresse. Das ist anstrengend. So, das war nicht mal der Trainerkampf. Achso, wir müssen irgendwen heilen. Ich denke, da haben wir kein Gegengift gekauft. Warum habe ich kein Gegengift gekauft? Scheiße. Ah ja, nicht so schlimm. Bisschen schlecht irgendwie, aber na gut. So, Teenager Max. Was setzt du ein?
Muntia. Immerhin kein legendäres Pokémon. Deswegen schon mal gut. Und es ist ein Normal-Pokémon. Das heißt, Kampf ist gut. Perfekt, dann setzen wir Martin ein. Am Anfang war Martin gar nicht so gut, aber jetzt ist er das höchste Level-Pokémon. Durch den Zertrümmerer ist er jetzt irgendwie richtig stark geworden. Kann drei verschiedene Typen von Angriffen so. Das ist schon super. So, Hauptsache er stirbt, bevor er einen Volltreffer landen kann. Kann sogar vier Typen, oder? Bin mir nicht sicher. Aber das eine macht halt, glaube ich, keinen Schaden. Gefährlich, aber nicht schlimm. Okay, der ist auch kein Trainer. Zum Glück. So. Eine Pokémon. Ich glaube, hier kriegt man die erste Angel. Das ist schon super. Ja. Noch ein witziger Fakt aus meinem Studentenleben. Eine Freundin von mir hat einen Freund und der arbeitet beim NDR, glaube ich, Norddeutschen Rundfunk. Und es gibt eine wunderbare Serie im Norddeutschen Rundfunk. Oh, Köderbälle, geil. Und es gibt eine Sendung und die heißt, das ist eine Angelsendung und die heißt Rute raus, der Spaß geht los. Rute raus, der Spaß geht los. Das kann man sich einfach mal geben. Den Namen. Wer ist auf diesen Namen gekommen? Es steht dann in der Fernsehzeitung. Rute raus, der Spaß geht los, die beliebte Angelsendung. Nachts um 22.30 Uhr auf Tele 5. Na komm. Ich habe das Gefühl, meine Pokémon sind so ein bisschen unterlevelt irgendwie. Ich weiß auch nicht so genau. Es sind zwar, die Kämpfe waren zwar alle machbar, aber irgendwie das Gefühl. Oh, Arbok. Arbok. Was ist gut gegen Gift? Och, ich habe das jetzt schon tausendmal nachgeguckt. Was ist nochmal gut gegen Gift? Boden und Psycho. Na, dann müssen wir mal versuchen mit Snappo hier zu klären. Supi. Gute Arbeit, Herr Kollege. Setze als nächstes Metang ein. Ich habe schon wieder keine Ahnung, was das für ein Pokémon ist. Metang. Das ist ein Stahl-Pokémon, Stahl-Psycho. Die Weiterentwicklung von Tahel und kann sich wiederum, ist so eine mittlere Entwicklung, okay. Stahl-Psycho, was ist gut? Unlicht ist doch gut gegen Psycho, oder nicht? Mich bescheuert? Unlicht ist doch gut gegen Psycho. Käfer, Geist und Unlicht sind gut gegen Psycho. So, dann würde ich sagen, wir wechseln mal Martin rein. Der kann nämlich eine Unlichtattacke. Okay, aus irgendeinem Grund ist es nicht gut gegen... Wahrscheinlich nicht gut gegen Stahl oder so, nicht? Wahrscheinlich ist es wieder so, dass es sich gegenseitig aufhebt. Nee. Hä? Warte mal. Stahl. Verteidigendes Pokémon. Stahl. Ja, und nicht das schlecht gegen Stahl. Eigentlich habe ich nichts gegen das Pokémon, das heißt, ich muss
Am besten mal Hannes wieder reinwechseln und Ultraschall benutzen. Konfusion. Es kann, die Attacke kann einen echt kaputt machen, so wenn der dann Verwirrung dazu kommt. Normalerweise macht es ja auch viel Schaden und so. Metallklaue. Ist zum Glück nicht effektiv. So, Metang ist weg. Schon mal gut. Stahl-Pokémon sind halt auch so stark. Nicht fast wie Drache. Martin erreicht Level 16 schon. Krass. Ruckzuck-Hieb. Aber Martin kann ich ja. Ich finde, er soll mal Sandwirbel vergessen. Das ist schon okay. Ruckzuck-Hieb hat seine Momente, wenn man als Erster unbedingt zu schlagen möchte. Suiko. Was ist denn heute los? Was ist denn hier los? Alter. Okay. Eigentlich sehr gut. Ich glaube, es ist auch Typ Flug oder so. Ne, ist Typ Wasser, aber ist auch gut. Ich habe ein Elektro-Pokémon drin. Eigentlich, es ist alles in Ordnung. Und wenn das nicht... Aber wir wechseln mal, vielleicht wechseln wir mal Barney ein. Barney muss sich auch mal trainieren und... Ich meine, klar, Hannes kann halt Ultraschall und so, aber... Eieieiei. Ich könnte auch noch Ladevorgang vorher machen, das wäre vielleicht auch gut. Oh, zum Glück. Also es war ja auch nur Level 6, dadurch ging's. Aber eieiei. Wie schlimm, ey. So. Guti. Gehen wir jetzt gleich in die Höhle? Ne, wir machen erstmal hier Zertrümmerer. Draco-Tafel. Das ist bestimmt ein Drachen-Item. Brauche ich mir gar nicht angucken. So. Eine Sache möchte ich mir noch mal klar machen. Ist das hier wirklich jetzt Route 30, 32 gewesen? Oder habe ich möglicherweise eine Route verpasst? Nee. Alles richtig gemacht. Sehr gut. Okay. So. Okay. Neues Pokémon, was man fangen kann. Dito. Na geil. Da freue ich mich aber. Nicht. Dito ist so... Das ist echt kein gutes Pokémon. Vielleicht nicht unbedingt Hannes einwechseln, weil sonst kriegen wir ein Ultraschall ins Gesicht. Wir machen mal Tim. Tim Sommertackle machen. Und Schlafpuder. Ich finde Dito echt nicht so gut. Es ist irgendwie... Vom Pokémon her mag ich es halt schon, aber... Ah, geil. Aber es ist halt so... Es ist halt mega situationsbedingt, weil du hast halt immer einen Zug weniger als dein Gegner. Naja. So, einmal noch. Okay, wunderbar. Dann brauchen wir einen Pokéball. Nice. Okay. Ein Geschenkengaul guckt man nicht ins Maul. Dito wird Teil des Teams. So, für Dito wurde ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Verwandlungskunst ist perfekt. Wer ist denn extrem wandelbar von meinen Freunden? Wandelbar. Ist irgendwen, der möglicherweise gerne im Pro-Theater spielt? Na klar, gibt's den. Überhaupt keine Frage.
bisschen. Ist das okay oder möchtest du ein anderes Pokémon? Du kannst auch ein anderes Pokémon bekommen. Das ist auch ein bisschen gemein. Nehmen wir lieber. Ja, das ist auch so ein Pokémon, danach will ich jetzt keinen Freund benennen. Das ist halt gemein. Ist okay, schreibt Marcel. Nee, Marcel möchte eigentlich ein cooles Pokémon. Wie nennen wir den denn? Junji Ito nennen wir den. Weil es passt ein bisschen zu den Comics, die er schreibt. Ich gebe das einfach so an. So, Junji Ito. Passt sogar zu Ito. Perfekt. Junji Ito. So, ist jetzt auf der Box. Ich entwickle, glaube ich, noch das Ei, weil ich glaube, dass es irgendwelche Story-relevanten Sachen hat und dann trainiere ich das Ditto. Hätte man echt ein cooleres Pokémon. Also, ich meine, es ist ja gut, dass wir jetzt ein Reserve-Pokémon haben. Wir verlieren ja auch bestimmt mal wieder ein Pokémon und dann kann man das super benutzen. Man sollte sich sowieso nicht beschweren, aber ja, ich hätte mir irgendwie gewünscht. Ditto, es ist schon gut. Es ist ja kein schlechtes Pokémon. Aber du hast halt einen Zug weniger als dein Gegner und du hast dieselben Typen wie dein Gegner etc. Magneton. Kann Finale, muss ich extrem aufpassen, sollte ich eher fliehen, denke ich. So, weg. Oh, Annette ruft an. Lustig, die ist eben noch Antoinette, aber scheinbar sind die anders abgespeichert, also mit den richtigen Namen. Guten Tag, Annette am Apparat, das musst du dir anhören. Kürzlich war ich in den Alpha-Ruinen und habe mein Radio eingeschaltet und plötzlich empfing ich ein ganz komisches Programm. Möchte wissen, was das wohl war, schaue ich, rufe später wieder an. Tüt. Okay. Komisch, irgendwie bei Rock Beans sagt die immer ganz andere Sachen. Lebenorb. Was auch immer ein Lebenorb ist. Lebenorb. Verstärkt Attacken. Aber jede Attacke kostet den Träger KP. What the fuck, das ist mega krass. Das ist extrem krass. Das ist mir zu krass, glaube ich. Ditto. Da kann man eigentlich auch mal gegen kämpfen. Ein bisschen EP holen. Ich glaube, Ditto könnte sich halt lohnen, wenn du halt zum Beispiel gegen Drachen-Pokémon kämpfst und selber keine Drachen hast oder so, dann kannst du es halt, aber es ist halt auch gefährlich, nicht? Weil dann, also du gibst den Gegner halt eine freie Attacke und gerade gegen starke Pokémon, weiß ich nicht, ob man das unbedingt möchte. Das Magneton ist ja echt gefährlich, nicht? Dass das so häufig kommt, weil wenn es einmal Finale macht, bin ich am Arsch. Kadabra, okay. Kampf ist gut gegen Psycho, aber ich glaube, das schafft Lovecraft auch alleine. Oder war Psycho gut gegen Kampf? Ich glaube, es war andersrum. Ich glaube, Psycho war gut gegen Kampf. Kampf ist gut gegen normal. Teleport, okay. Ciao. Heute schon wieder so viele Legendäre. Also, vor allen Dingen in Trainerkämpfen waren die ja auch. Naja, zwei mindestens. Ich habe zwei gezählt, aber könnten auch mehr gewesen sein. Bibor. Typ Flug ist gut gegen Käfer. Was ist noch gut gegen Käfer? Käfer. Feuer. Flug. Gestein. Ja, stimmt. Ist eigentlich einfach zu merken. Habe ich alles nicht. Ist nicht schlimm.
Ja, machen wir Energiefokus und dann, dann Kratzfurie. Oh, ist gefährlich. Ah, so gefährlich ist es nicht. Es war nur ein Volltreffer. Nice. Das ist so gut mit der Kombination mit Energiefokus. Das ist echt nicht schlecht. Muss ich schon sagen. Blitz. So. Und mit diesem schönen Bild entlasse ich euch. Und vor allen Dingen dich, Marcel. Ich glaube, gerade schauen auch nicht so viel mehr Leute zu. In die Woche. Ist eigentlich gut gelaufen. Man kann sich nicht beschweren. Ich habe alles gefangen, was ich fangen wollte. Ich habe kein Pokémon verloren. Legendäre waren dabei, aber wurden besiegt. Hatte Glück. Kann man sich nicht beschweren. Geht irgendwann weiter mit dem Let's Play. Danke fürs Einschalten. Freut mich, dass ihr bis zu dem Video durchgehalten habt. Und wenn ihr Anregungen habt, euren Namen verewigt sehen wollt oder den Pokémon irgendwas in der Richtung, dann sagt einfach Bescheid. Und ansonsten bis dann.